Beide geht heute, glaube ich, ein Traum in Erfüllung, oder? Ja, ich bin zwar noch ein bisschen müde, muss erstmal realisieren, dass wir jetzt hier um 7:15 auf der englischen Insel sitzen und im Mutterland des Karpfenangelns fischen. Ja, wie es in England so üblich ist, regnet es. Wir haben jetzt den ganzen Tag gebraucht, um uns hier mal ein bisschen zu akklimatisieren und die Routen rauszubringen und den See mal ein bisschen kennenzulernen. Ja. Wie ihr seht, wir haben Tränensäcke und sind echt müde, weil wir die Nacht durchgefahren sind. Und ich glaube, wir werden jetzt hier mal einen Kakao trinken und uns dann in die Koje legen und bis morgen durchschlafen. Ja. 2 Stunden Schlaf, letzte Nacht. Benny und Peter sind zu mir gekommen. Wie lange haben wir im Auto gesessen? Fast 7 Stunden, glaube ich, mit Tunnel. Ja, wir sind natürlich durch den Tunnel gefahren. War eigentlich eine klasse Fahrt soweit. Sonne war auch heute Nachmittag noch da. Ihr wisst, wie es ist, kaum ist man am Wasser. Jetzt lacht der englische Gott wieder hier runter mit seinen Tränen. Ey. Aber ist egal, wir legen uns jetzt ab. Ja. Und ist immer so, in der ersten Nacht denkt man dann so, puh, hoffentlich beißt nichts, weil man ist so müde, aber trotzdem hoffen wir, dass wir was fangen. Also, wir sehen uns dann morgen. Mit einem Dicken. Hoffentlich. Erster Morgen, wir haben die erste Nacht gut überstanden, es hat die ganze Nacht geschüttet. Wir haben geschlafen wie die Steine, fast 12 Stunden. Ja, und ich wurde wirklich dann abends nochmal durch meinen englischen PB geweckt, mitten in dem strömenden Regen. Schaut euch mal diesen Riesen an. Geht's, Peter? Oder soll ich dir helfen? Geht gerade so. Ein Zahlenkarpfen, das ist schon mal echt gut. Ein sehr abgemagerter Fisch. Uns wurde gesagt, dass da ein paar Fische von einem anderen kleinen See hier eingesetzt wurden. Die wurden praktisch gerettet, weil sie nicht mehr gefüttert wurden. Schätze mal, das ist einer von ihnen. Ja. Ja, hat auf einen Chotrick gebissen, 50 cm Wassertiefe. Oh, mein englischer PB.
Aber ich hoffe, dass ich jetzt in den nächsten Tagen nochmal einen größeren Fang, mein PB verbessern kann. Genau. Ich habe die erste Nacht gar nichts gefangen. Aber ich hoffe, das wird sich heute ändern. Ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen tiefer zu fischen, das Ganze. Mal zwischen den Krautlücken eine freie Stelle zu finden. Ist nicht so einfach hier. Und ich glaube, ich werde auch mal mit dem Schottrig angeln. Ich habe letzte Nacht mit dem Bodenköder gefischt. Hat keine Fische gebracht. Und das werden wir jetzt ändern. Und ja, es gilt, den PB zu überbieten. Das ist das Ziel. Okay. Kommt jetzt wieder zurück. So, geht wieder zurück, Beißer. Gut, Peter hat heute Nacht seinen ersten Fisch gefangen. Ihr habt ihn gerade eben gesehen. War jetzt kein Riese, aber er hat noch einen Schottrig gefangen. Ich habe letzte Nacht mit drei Bodenködern gefischt. Habe keinen Fisch bekommen, deswegen werde ich jetzt auch meine Ruten mal auf den Schottrig umbauen. Das zeige ich euch jetzt hier ganz kurz. Dazu verwende ich das Shotbeat-Kit von Fox, was es mir eigentlich ganz gut erlaubt, relativ schnell und einfach die Montagen auch dann vorzubereiten. Dazu fange ich an und nehme als erstes den Wolfram-Stopper. Das ist ein sehr schweres Material, was auch nochmal dazu führt, dass die Montage sehr gut runtersinkt. Den fälle ich einfach aufs Leadcore drauf. Das habe ich schon vorbereitet, das habe ich gerade schon dran geknotet. So, als erstes ziehe ich dann die Perle auf. Und anschließend kommt direkt das fertig gebundene Shortrig drauf. Ich habe keine Lust mehr, diese kleinen Dinger selber zu knoten. Das ist einfach, das sind sehr scharfe Haken, die von Fox hier angeboten werden. Extrem steifes Vorfachmaterial, damit ist der Hakeffekt extrem gut. Und auch die gibt es fertig zu kaufen. Ich verwende hier eins in 30 Lipsstärke mit einem 4er Haken. Hat den Vorteil, dass ich durch den relativ großen Hakenbogen mir erhoffe, den Fisch auch sehr schnell zu haken. Wir angeln hier in einem englischen Pool und ich könnte mir vorstellen, dass die Fische hier sehr sensibel drauf reagieren, hin und wieder auch mal versuchen, klar den Köder auszuspucken. Und deswegen halte ich es auch für sehr, sehr wichtig, dass der Haken sehr, sehr scharf ist. Ziehe ich jetzt ein weiteres Gummi drauf. Und jetzt mit Gefühl. So, jetzt sieht man hier sehr schön, wenn ich den großen Wirbel hier über diesen kleinen, über diese kleine Gummilippe drüber schiebe. Da muss man ein bisschen Kraft aufbringen. Das hat den großen Vorteil, der ist jetzt hier fixiert und kann sich wunderbar gleich beim Werfen drehen. Er kann wunderbar arbeiten. Das Ganze fixiere ich, indem ich jetzt diese Wolfram Gummilippe hier drüber ziehe. Wunderbar, man sieht auch sehr schön, wie das Vorfachmaterial diese leichte Beugung hat und dadurch einfach den Hakeffekt verbessert. Als nächstes fälle ich jetzt hier unten die Aufnahme drüber. Kurz eingehakt, fertig. Ich habe letztes Jahr, als ich angefangen habe, das Schottrig intensiver zu fischen, meistens etwas schwerere Bleie drauf gehabt, da ich meistens in Entfernung zwischen 150 Meter aufwärts geangelt habe, sprich 140 Gramm, 170 Gramm, habe aber dadurch auch einige Fische verloren. Ich glaube, das hing mit dem schweren Blei zusammen beim Schottrig. Klar, das Blei arbeitet natürlich im Maul des Karpfens dann auch ein bisschen intensiver bei dem großen Gewicht. Deswegen werde ich jetzt ein relativ kleines Blei draufschrauben. Das sind nur 50 Gramm, das ist nicht viel. Aber wenn der Haken wirklich scharf ist, ist das Gewicht absolut ausreichend. Kurz dran gemacht. Ich schneide das überstehende Ende noch gar nicht ab. Und jetzt schiebe ich die Führung hier schön um das Blei drüber. Und wenn der Fisch sich jetzt haken sollte, dann kann wunderbar das ganze Schottrig runtergleiten und verschwindet wirklich dann hier wunderbar in der Aufnahme drin. Ja? Und ich glaube, je leichter das Blei ist, desto schwieriger hat der Fisch dann auch wirklich die Gelegenheit, den Haken wieder loszuwerden. Das schwere Blei arbeitet im Maul. Und das möchte ich jetzt durch das leichte Blei verhindern. Ich werde jetzt einen Octopax Pop-Up Boilie fischen. Ich habe letztes Jahr schon sehr gute Erfahrungen mitgemacht, habe ein paar sehr gute Fische drauf gefangen. 18 und 14 mm. Ich werde jetzt hier einen 18 mm Boilie fischen und ziehe den jetzt auf die Zahnseide auf. Mir ist hier wichtig, dass ich den kleinen Wirbel ungefähr bis zur Hälfte in den Boilie reinziehe und werde dann wieder 2 bis 3 Überhandknoten machen, werde auch gar keinen Boilie-Stopper verwenden, das ist absolut ausreichend. Und ziehe den Boilie jetzt noch ein Stückchen, indem ich den Knoten festziehe, in den Wirbel rein. Man kann auch hergehen und kann oben noch einen Boilie-Stopper mit einknoten, wenn man kein gutes Gefühl hat. Ich habe bis zum heutigen Tage keinen einzigen Boilie so verloren, außer ein Fisch wurde gehakt.
kann wunderbar arbeiten im Werfen, kann sich nichts verheddern. Klassische alte, ja, Helikoptertechnik. Und ich hoffe, dass ich auch heute hier mit meinen ersten englischen Karpfen fangen werde. Gerade hier im Fischfilm. Ach, im Tun vielleicht noch mal rein. Da beißt schon wieder einer. Ja, das war die Rute hinten vor dem Busch und dem Chotrick. Mal gucken, dass wir den hier durch das Kraut durchgeprügelt bekommen. So viel Kraut drin. Ich glaube, es ist besser, wenn wir ins Boot gehen. Ins Boot. Hier ist total viel, brutal viel altes Kraut drin und die Fische, die hängen wirklich alle paar Meter fest. Und damit wir hier nicht riskieren, dass wir einen Fisch verlieren, fahren wir mit dem Boot lieber hinterher, weil man fängt ja nicht alle Tage einen englischen Karpfen. Da hängt schon wieder ein Krautbüschel drin. Oh, ist das widerspenstig, das Zeug. Ja, gebissen hat er wirklich im Eck. Da haben wir gestern ein paar Fische stehen sehen. Ich habe einen Chotrick hingelegt.
mit einem Octopex Pop-Up, ein 18 mm. Und es lag jetzt wirklich die ganze Nacht da, es ist nichts passiert. Und jetzt eben gerade wollten wir den Fisch aufnehmen, wollten ein paar Bilder machen. Ah, lief die Rute ab. Jetzt gucken wir mal, was da dran hängt. Das sieht doch gut aus. Schöner Spiegler. Der sieht richtig gut aus, hä? Ja! Zwei Stück jetzt innerhalb von 2 Stunden. Yeah. Yes. Filmen und fotografieren. Und da lief meine mittlere Rute ab. Hatte ich mit dem Trotrig von einem alten Baum gelegt, der in der Ecke ist. Da haben wir gestern Fische gesehen. Und die lag jetzt ja bestimmt 18 Stunden, 16 Stunden und lief jetzt ab. Auf schönen TT-Bates Octopex Boilie. Ein richtig schöner Spiegelkarpfen. Ich denke mal, das ist jetzt mal ein neuer PB in England. Den anderen haben wir noch nicht gewogen. Ja, wunderschöner Fisch. Ah, hello. Richtig massiver Fisch. Genau 15 Kilo auf dem Kopf. Wow, ist ein Milchner, wie man sieht. Er verliert ein bisschen Milch. Ah. Ja, es läuft. Ist das ein wunderschöner Fisch? Ist der Hammer. Ja, 13,2 Kilo hat er gehabt. Oder hat er? Aber bei so einem Fisch ist das Gewicht echt egal. Es ist einfach egal. Es ist einfach der Hammer. Wow. Guckt euch mal die Flossenenden an, wie durchsichtig die sind. So ein rosanes Maul. Boah. Vorne graue Schuppen, hinten goldene. Das ist alles drin, was man braucht. Wahnsinn, Wahnsinn. Wie schön er die Flosse aufstellt. Wahnsinn, die andere Seite. Ja, Achim. Ich freue mich natürlich wahnsinnig für den Peter. Wir gehen jetzt seit 20 Jahren angeln, aber so einen Fisch haben wir irgendwie gemeinsam noch nie in die Liste gehalten. Englisches Kronjuwel, würde ich sagen, Peter. Würde ich sagen. Wahnsinn. Die Kronjuwelen der Queen. Da muss ich einfach mit aufs Bild. Geht ja. Nicht anders. Ja, Logo. Gemeinsam Wahnsinn. Gefangen. Ja. Geil. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt zurück. Kommt wieder zurück, ja. Und ja, eine Nacht haben wir noch. Eine Nacht haben wir noch. Mal gucken, was da noch kommt. Ja. We'll be right back.
Ja, ich habe die Tacklebox schon wieder hier auf den Knien. Ich habe eben schon wieder einen Fisch an meiner Stelle da springen sehen. Und ich probiere jetzt so schnell wie möglich einen Rig zu binden und das wieder an Ort und Stelle zu setzen. Ja, Rig im Prinzip ganz simpel. Ein SSBP-Haken in Größe 6 mit einem Blowback-Rig und einem Aligner-Tube und einem Semi-Stiff Camutex in 25 Lips. Einfach 20 cm, also kein Hexenwerk. 7-8 cm vom Coating ab, so lang wie man ungefähr das Haar haben möchte. Dann simple No-Note-Knoten. Und jetzt ziehe ich noch, da es ja ein Blowback-Rig ist, noch einen kleinen Ring drüber. So, jetzt am Anfang fädel ich das Haar in den Ring ein. Dann ziehe ich den Ring über die Hakenspitze. Lass den Ring bis zum Hakenbogen runterfallen und mach dann einfach zwei ganz simple Überhandknoten mit dem Haar, damit ich den Ring da fixieren kann oder fixiert wird. So, dann nehme ich einen Mini-Aligner oder Micro-Aligner, cutte den noch ein bisschen. Ich fische hier mit einem 6er SSBP, damit das ein bisschen kürzer ist. Also ich mache so einen Millimeter weg. Schieb den einfach drüber, über das Hör und über den Knoten. Guck, dass das Haar auf der Rückseite des Schenkels aus dem Knoten austritt. Und fertig ist mein Rig. Das Schöne an dem Camutex Semi-Stiff ist, dass man das Vorfach selbst strecken kann. Also man geht ein bisschen drüber, zieht es noch ein bisschen und es ist, wie ihr seht, fast gerade. Ihr seht, fische ich hier eine Paste Bomb mit 99 Gramm und die Tailed Bead von Fox. Also es ist ein, ja, soll man sagen, semi-fixed Bleimontage. Also der Fisch beißt, zieht und das Blei ist sofort frei und kann sich frei bewegen. Also der Fisch, der, ja, wenn er nach dem Biss mit dem schweren Blei im Maul rumschwimmen würde, könnte es sein, dass das schwere Blei den Haken aushebeln kann. Muss nicht, aber ich sag mal jetzt im Frühjahr, wo die Fische oder im extrem kalten Wasser, was wir hier haben, sind die Fische vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger, er schwimmt gegen und bleibt vielleicht einfach stehen, also kann er sich einfach so bewegen und nichts passiert. Meine fertige Montage, die Pace Bomb mit dem Teig, die legen wir jetzt direkt hier ab auf diese harten Stelle. Also es ist überhaupt nicht schwer, ist überhaupt nicht tief. Lass vielleicht 1,50 Meter sein, also es ist wirklich extrem flach. So, ein paar Wallis drauf. Also ich habe hier Vorfisch GLM Mix Wallis mit 14 und 18 mm. Da füttere ich zwei Hände über die Rute und den Rest den verteile ich schön, dass die Fische überall was finden. Und dann natürlich das Sahnehäubchen mit dem Teig dann sich gönnen und den Picken Pop-Up. Zusätzlich werfe ich noch ein bisschen Teig dazu. Also es ist der identische Teig, aus dem die Boilies gemacht sind. Also auch der Vorfisch GLM von TT Baits. Hochattraktiv, weil es ein weicher Köder ist. Der gibt sofort im Wasser was ab. Den gibt es auch praktischerweise in den Kilotüten zum Wiederverschließen. Also man muss nichts irgendwie anrühren oder sonstiges. Man kann einfach benutzen, ein paar Brocken reinschmeißen und wieder zumachen. So. Das sollte passen. So, bin ich mal gespannt, wann der nächste Engländer kommt.
So, letzter Morgen ist angebrochen. Ihr könnt es im Hintergrund sehen. Die Boote sind wieder gepackt. Für uns geht es jetzt wieder nach Hause. Wir waren jetzt 3 Tage hier in England. Sonne scheint auch heute wieder nach einer extrem kalten Nacht. Es hat richtig gefroren letzte Nacht. Ihr habt es auf den Bildern gesehen, viel Nebel auf dem Wasser. Man konnte die Hand fast nicht vor Augen sehen. Für mich ist der Trip leider ohne Fisch zu Ende gegangen. Ist sehr schade. Ich hätte mich sehr darüber gefreut, wenn ich hier in England meinen ersten Fisch hätte fangen können. Ich habe auch hier etwas in einem flachen Tal geangelt. Vielleicht hängt es damit auch ein bisschen zusammen, dass es, wie gesagt, ein bisschen zu kalt geworden ist. Peter, du bist umgezogen in den tiefen Tal. Ja, ich bin nach der ersten Nacht, nachdem ich diesen kleinen Zeiler hatte, Minifisch, bin ich umgezogen in den tieferen Tal, weil ich mir einfach dachte, ey, das Wasser ist noch so kalt. Also auch, wir haben noch Regen und es ist noch nicht so richtig Frühjahr, dass die Fische vielleicht doch am Ufer entlang ziehen in den tieferen Teilen. Bin ich umgezogen, habe dann eine Stelle mitten im See gefunden mit einer harten Stelle, also richtig, richtig Steine unten drunter. Ja, seht ihr, ich grinse immer noch so ein bisschen. Da habe ich den Koi gefangen oder diesen Koi Two-Tone-Schuppi. Dann eine zweite Stelle vom Busch, wo es auch relativ tief für diesen See ist, also für das Foxmeer. Da habe ich dann den Spiegler gefangen und jetzt in der letzten Nacht, mitten in dieser kalten, gefrorenen Nacht, habe ich dann wieder einen Lauf bekommen auf einer ganz anderen Stelle, auch wieder hart mitten im See und drill und drill und drill und denke auf einmal, oh, da ist eine fremde Schnur und ich sehe, wie ein fremdes Blei und Haken rummacht und mir den Fisch ausschlitzt. Ja, ärgerlich. Naja, nichtsdestotrotz, also ich bin glücklich. Ich meine, klar, ist immer Teamarbeit. Wir haben immer 4 Bisse gehabt, 3 Fische gefangen. Für die Wetterverhältnisse, ich meine, jetzt ist es warm, super, ey. Ja, muss man sagen, englisches Angeln, Prädikat. Machen wir, glaube ich, nochmal, oder? Was ganz anderes als bei uns, also ist eine Herausforderung, ist anders, hat seinen Charme, auf alle Fälle. Ja, ich hoffe, wir werden nochmal das Glück haben, hier nach England kommen zu dürfen, nochmal hier am Foxmeer fischen können zu dürfen. Mir hat es trotzdem viel Spaß gemacht, wie gesagt, du hast es schon gesagt, völlig anderes Angeln. Ich habe mir gestern auch noch mal sehr viel Zeit genommen, eine neue Stelle zu suchen, auch eine krautfreie Stelle überhaupt zu finden. Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl auch, habe trotzdem nichts gefangen und ich hoffe einfach, dass wir noch mal herkommen, Peter. Jetzt habe ich mal mehr gefangen als du, ne? Jetzt hast du mal mehr gefangen als ich. Das kommt ja nicht immer vor, aber ich freue mich für dich. Egal, ey. Also. Teamarbeit. Also, macht's gut. Haut rein. Wollt ihr mehr Videos von Fox International sehen? Dann klickt den Link hier und um immer auf dem Laufenden zu bleiben und unseren Kanal zu abonnieren, klickt den Link hier.